Hi! Dieses Video ist eigentlich nur als eine Art Urlaubspuffer eingeplant gewesen, weil heute mein letzter Tag auf Mallorca ist und deshalb habe ich gesagt, hey Leute, ich quatsche im Stream mit euch auf Discord und daraus machen wir richtig coole Community-Calls, aber es wurde so geil. Wir hatten richtig emotionale Momente, richtig witzige Momente und ich glaube, das hat die Community-Bindung extrem gestärkt und jeder im Stream hat es gefühlt und deshalb bekommt ihr es hier einfach nochmal als schöne, kompakte Zusammenfassung, was da alles so teilweise crazy Gespräche entstanden sind. Viel Spaß! Also ich bin Flo, aka Brille, viele kennen mich, ich bin der unsympathische Typ aus dem Chat. Also ich bin Kevin, komme aus Dortmund, bin 15 Jahre alt. Ich bin Jacqueline, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf und ich bin 21 Jahre alt. Hast du jemals einen Popel gegessen? Bestimmt irgendwann mal. Ich wollte gerade sagen, jeder hat das irgendwann mal getan. Also jetzt nicht aktiv. Nenne eine Person des öffentlichen Lebens, die du hübsch findest. Oh Gott, wenn ich jetzt mal so nachdenke, fällt mir jetzt gerade aktiv. Na Bruder, lüg nicht. Es gibt immer Personen des öffentlichen Lebens, die man schön findet. Du kommst, hier kommst du nicht raus. Actually Haaland. Alter, Haaland, Bruder. Der ist treu. Leute, Kevin ist treu zu seinem Verein. Hast du 50 Shades of Grey gelesen, / gesehen? Ich habe den ersten Film geguckt. Ich bin ehrlich gesagt, ich fand ihn richtig scheiße. Also von der Story her oder von den interessanten Materialien? Ja, sagen wir es so, ich habe zwischendurch mal in die Bücher reingeguckt und dachte mir, ja, und dann habe ich den Film geguckt und war komplett enttäuscht. Hi, ja, hast du eigentlich eine Ahnung, was ich gerade alles gemacht habe, um irgendwie für dich eine Kamera aufzutreiben? Dafür will ich eine Woche lang essen. Ende der Diskussion. Guter Versuch. Probier es nächstes Mal wieder. Wie oft pro Woche schaust du einen Porno? Ich bin ehrlich, gar nicht. Gar nicht? Also ich bin auch, also was auf meiner Religion, gar nicht. Auf meiner Religion ist das auch ein ganz großes Tabuthema. Da bin ich wirklich ehrlich. Leute, Giga-Chat in den Chat. Yasin, hat auch nichts mit Giga-Chat. Das ist, du willst Giga-Chat und wenn du jetzt was anderes sagst, lügst du. Es ist, da muss ich sogar den Jingle abspielen. Meister. Das ist, okay. Bro, du hast gerade einfach den Test bestanden. Du wusstest nicht mal, dass du getestet wurdest, du hast den Test bestanden. Würdest du für 1000 Euro einen Tag lang dein BH über deinem Shirt tragen? Ja. Würdest du? Ja. Das finde ich, du wirst immer sympathischer. 1000 Euro sind 1000 Euro, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Wie viel Zeit verbringst du im Schnitt auf der Toilette? Ich gucke meistens so ein YouTube-Video, also 7-8 Minuten so. Es kann auch mal länger werden, aber ich versuche mich eigentlich dann wieder schnell ins Bett hier drüben zu bewegen. Passiert es häufig, dass deine Beine einschlafen und du diese zwei richtig fetten roten Flecken auf dem Oberschenkel hast, wo deine Ellenbogen sind? Ab und zu, das ist das Problem, oben bei uns war Toilette, da ist die Wand noch direkt davor. Das heißt, ich lehne mich meistens immer noch so mit dem Kopf vorne an der Wand ran. Und dann stütze ich die Ellenbogen immer noch auf meine Oberschenkel drauf und die tun dann voll weh. Aber das mache ich nur manchmal. Oh, egal. Hast du schon einmal wegen deinem Alter gelogen? Und wenn ja, wann? Nö. Noch nie irgendwas gekauft, wo man 16 für sein musste zum Beispiel? Okay. Freunde, der ist mir viel zu lieb. Was findest du bei anderen Frauen am hübschesten? Boah. Haare und Gesicht auf jeden Fall. Ja, geh ich voll mit. Würde ich jetzt als Junge auch voll sagen. Hände aber auch. Don't get me wrong, aber Hände können auch verdammt gut aussehen. Das habe ich voll häufig gehört. Also ich hab mal mit einer Freundin darüber geredet und wir waren in einem Club und sie dann die ganze Zeit zu mir, boah, schau mal den an, der hat voll hässliche Hände. Und schau mal den über die hübschen Hände. Und ich so, was? Hände? Aber Frauen gehen voll auf Hände ab. Ja, das sind so diese ganz kleinen Details, auf die wir achten. Crazy. Mit welcher Person würdest du dir eine Zahnbürste teilen? Es gibt keinen Menschen auf der Welt und kein Geld. Okay, vielleicht Geld der Welt. Aber es gibt ohne weitere Gegenleistung keinen Menschen auf der Welt, mit dem ich mir eine Zahnbürste teilen würde. Auch nicht so deine Eltern oder... Nein, oh Gott, nein, niemals. Nein, 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 nein. Okay, und jetzt mal so Extremsituationen. Zahnbürste mit mir teilen oder Fluglizenz entziehen? Ja gut, dann teilen wir jetzt die Zahnbürste. Wunderbar, das ist doch auch schon. Ich bin die Person, mit der sie ihre Zahnbürste teilen würde. Chat, ihr habt's gehört. Warte mal, mein Freund ist übrigens gerade live dabei. Ach Bruder, ey, keine Sorge, ich telefoniere nur mit ihr. Die Hände sind überm Tisch. Da überprüft direkt der Freund, ob ich hier auch anständige Dinge... Da ist es alles gut, Meister. Ich hoffe, du wirst hier nicht überwacht, ne? Also, wenn dein Freund dich belästigt, jetzt dreimal zwinkern. Eins? Nein, 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 nein. Nein. Mit wie vielen Mädchen schreibst du regelmäßig? Regelmäßig ist so, keine Ahnung, alle paar Tage mal oder so.
Null. Bruder. So gar keine? So eine, mit der du dir vorstellen könntest, dass was läuft? Nee, ich schreibe generell nie auf WhatsApp. So mit den meisten rede ich halt in der Schule aktiv oder so. Ja. Ich schreibe halt nie auf dem Handy so. Ja, ich habe noch nie aktiv, glaube ich, eine Mädchen angeschrieben. Hey, ich bin Florian und ich kann das und das und... Ich bin der unsympathische Typ aus dem Chat. Genau das. Wovor hast du Angst? Früher hatte ich so Angst vor Höhe. Okay. Ich glaube, das ist auch noch jetzt immer noch so ein Hauptteil von mir in diesem Alter. Ja, also quasi zum Beispiel jetzt in Urlaub fliegen wäre ganz schwierig für dich. Ja, das ist auch noch so ein Teil mit Flugangst. Hast du jemals die Größe deines besten Stücks gemessen? Nein. Nein? Also ich würde auch im Leben nicht machen, nein. Okay, aber hast du eine Vermutung, wie lange ist? Ohne was zu nennen. Ja, habe ich. Okay, aber rein. Nee, ich hab's. Mal dabei. Psst. Ja, ich heiße Dennis, bin 15 Jahre alt und komme aus Niedersachsen. Hast du eine aktuelle Freundin oder beste Freundin? Also egal, ob Beziehung oder nicht. Leider nicht. Eine Geschichte. Oder nicht so jemanden, auf den du so wo du sagst, so, oh, die ist ganz süß? Gibt es schon, aber... Schwierig? Ja, sehr schwierig. Was war die größte Lüge, die du je erzählt hast? Das ist eine gute Frage, die ich gerade nicht beantworten kann, weil ich es nicht weiß, ehrlich gesagt. Dann nimm die zweitgrößte. Ja. Na, ich habe meinem Bruder mal gesagt, seine Freundin, die er damals hatte, das war ein Miststück. Wir haben schon nach 22 Uhr. Und ich habe ihm gesagt, dass ich sie mag. So, ja, das war... Ist er noch mit ihr zusammen? Nein, glücklicherweise nicht. Okay, das heißt, es war quasi das Good Ending für dich? Ja, glücklicherweise. Jo, also mein Name ist Dominik. Viele kennen mich hier unter Feuerschock. Ich bin 33 Jahre alt. Ich arbeite als Teamassistent in einer Verwaltungsanstalt, sag ich jetzt mal. Wenn du in irgendeinem Videospiel leben könntest, wo würdest du leben? Ja, boah, das ist echt eine gute Frage, weil da gibt es zig mögliche Videospiele, die ich sehr gerne gespielt habe. Und zwar einmal die Assassin's Creed-Reihe, da würde ich gerne als Assassine natürlich... Aber natürlich als einer, der nicht stirbt und besonders gut aussieht, oder? Nee, ich möchte schon... den Protagonisten sein, mit Kapuze, richtig schleichen und so weiter, ja. Die Gebäude hochwechseln, das wäre schon richtig geil. Was ist dein größtes in Anführungszeichen Geheimnis, also was ist dein größtes Laster? Was ist so eine Sache, wo du sagst, die ist an mir gar nicht gut, das ist richtig beschissen an mir, aber ich krieg's einfach nicht weg? Boah, das ist eine gute Frage. Oder sagst du, du bist perfekt? Nee. Ich glaube, ich bin manchmal echt zu aufdringlich, würde ich sagen. Also, wenn mir jemand nicht antwortet oder so, oder ich nicht irgendwie... Ich weiß nicht, ich will alles sofort wissen. Okay, das heißt quasi, wenn du jemandem schreibst und du kriegst den blauen Haken und keine Antwort, dann gehst du quasi, gehst du Kamikaze. Ja, also innerlich schon. Ich zeig's natürlich nicht immer, aber auch wenn ich mit jemandem rede und mir denke so, ja, irgendwas ist da, aber... Okay, können wir da mal vielleicht die Meinung deines Freundes hören, ob das stimmt? Hat er dir schon mal einen blauen Haken gegeben, ohne dass er geantwortet hat? Also er hat so oft, er vergisst immer sein Handy zu schließen auf meinem Chat. Ja, einmal dachte ich so, habe ich ihn 10-mal angerufen und wusste nicht, was los ist. Ich dachte, der wäre halt umgekippt und er so, ich habe mir nur mit die Haare gewaschen und ich so... Aber er hat mich so ein Hüpi-Video geguckt. Das hat man gehört. Ey, ohne Scheiß, er antwortet seiner Freundin nicht, um ein Video von mir zu gucken. Ja, ich würde gerne ins Super Mario-Universum eintauchen und ich würde dann meine Gefühle Rosalina gerne preisgeben. Der Simp. Ey, aber du bist ehrlich, ey, dafür müssen wir Props geben. Wenn du Selfies machst, wie viele machst du im Schnitt, bis dir eins gefällt? Boah, das ist so übel. Also ich weiß nicht, Chat, sagt dann Bescheid, ob euch das auch so geht. Man macht irgendwie so, keine Ahnung, 20 Selfies, jedes einzelne ist scheiße. Dann gibst du es auf, dann hast du keinen Bock mehr. Und dann schaust du die dann irgendwie später mal durch, weil die halt noch auf dein Handy schimmeln. Und dann denkst du dir erst, ach, das eine, das ist doch gar nicht so scheiße. Jo, ja, kenne ich. Also bei mir ist es auch häufig so, wenn ich die aussuche, dann nehme ich immer gefühlt so das Hässlichste. Und wenn ich Freunde aussuchen lasse, dann sage ich mal, ja, genau das. Ich so, hä, what the fuck, Alter? Ich sehe aus wie eine harte Fresse. Wen magst du lieber? Deine Mama oder deinen Dad? Ehrlich, meine Mutter. Deine also, Mom? Meine Mutter ist viel mehr verbunden mit meiner Mutter, mit meinem Vater, da ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ist ein bisschen schwieriger wegen der Nationalität, aber mit meiner Mutter auf jeden Fall. Wofür würdest du gerne Geld bekommen? Und schlafen zählt nicht als Antwort. Ja, mit Freunden
reden. Ne? Für Unterhaltungen? Ja. Du könntest ja eine Kommunikationsprostituierte werden. Also ohne körperliche Aktivitäten, sondern rein einfach so ein guter Freund zum Quatschen. Ah, das ist ja schon fresh. Muss ich schon ehrlich zugeben. Okay, aber wenn du so gern kommunizierst, dann kannst du auch das Mädchen mal ansprechen, was du süß findest. Habe ich jetzt nicht gemacht. Wir haben heute in der Schule so ein Spiel gespielt. Ja. Und dort durfte ich halt jemanden auswählen und da habe ich die halt ausgewählt. Holy shit! Und wie war die Chemie zwischen euch? Die war schon nicht schlecht, muss ich schon sagen. Also wir haben alle Fragen. Ey, Guys, Giga-Chat in den Chat. Wir haben hier einfach einen Macher vor dem Herren. Nehmt euch ein Beispiel an diesem Herren, Freunde. Schnarchst du nachts? Also ich glaube, selbst kann man das ja nie. Also man hört das ja selbst nicht. Ja. Also ich habe es zumindest noch nie gehört. Aber wenn ich andere Leute frage, die sagen nein. Okay, ja, das ist tatsächlich sehr schön. Ich kenne hier Leute im Chat, die schon bei mir übernachtet haben. Die klingen wie ein Rasenmäher. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Die zweite Frage, die nehme ich mal aus dem Chat. Bist du bei Bernd das Brot in der Nachtschleife mit dem weißen Hintergrund? Kannst du mal rechts rauslaufen und links wieder reinkommen? Mist. Wie viel kostet denn die Lizenz, wenn ich fragen darf? Also, ja gut, ich kann es eigentlich sagen, man kann es auch bei Google eingeben und der erste Treffer sagt es dir, ich zahle so um die 90.000. Ja. Einmalig oder über einen Zeitraum verteilt? Also, ich hab's bei der Firma, mit der ich quasi meine Ausbildung mache, habe ich einen Kredit. Also ich zahle das in Raten ab. Machst du eine Ausbildung bei Cessna? Nein! Ja, okay, das ist jetzt für das Nita-Training haben wir so ein Plakat gekriegt. Das ist, mit der fliege ich. Das ist die 152, das ist das Cockpit von der. Ja, genau. Krass. Und dann kriegst du jetzt noch eine dritte Frage. Ich hätte jetzt hier dir als nächste Frage gestellt, in wen warst du am heftigsten verliebt, aber die Antwort kenne ich schon, nämlich mich. Ja, Hibi. Welcher Promi ist dein heimlicher Schwarm? Boah, Channing Tatum, glaube ich. Ist das der diesen Stripper-Film gedreht hat? Ja, wie heißt der? Magic Mike. Ah, genau, richtig. Ja, okay, ja, das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist eine Antwort, mit der jeder leben kann. Hast du aktuell eine Lehrerin, die du heiß findest? Nicht wirklich. Okay, und wenn du jetzt die am wenigsten hässlichste nehmen müsstest, welches Fach unterrichtet sie? Sport. Deine Sportlehrerin? Schon, ja. Alles klar, aber dann lass das deine Angebetete nicht hören. Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang ein Mann wärst? Das ist eine gute Frage, muss ich mal ehrlich sagen. Würde überhaupt mal gucken, also ja, ihr werdet mich jetzt alle für merkwürdig halten, ist okay. Niemand hält dich für merkwürdig. Aber ich frage mich immer, wie sich das anfühlt, da unten was zu haben. Ich glaube, das muss ich dir nicht erklären. Also als Frau frage ich mich ehrlicherweise, wie sich das anfühlt, da unten was zu haben. Ja. Weil wir Frauen wissen das ja logisch. Ja, richtig, richtig. Deswegen interessiert mich das immer sehr. Hast du jemals was geklaut? Nee, noch nie. Ich habe noch nie was geklaut. Auch nicht so ungewollt, sowas im Einkaufswagen gehabt, was du vergessen hast, aufs Band zu legen? Nee, ich habe immer alles aufs Band getan. Nee, niemals. Flexst du, wenn du nach dem Duschen vor dem Spiegel stehst? Nein. Gar nicht? Nein. Nicht mal so Bizeps checken oder sich irgendwie so hinstellen? Nein. Also ich mach das. Flexst du, wenn du nach dem Duschen vor dem Spiegel stehst? Nein, auch nicht? Hä, warum macht ihr das alle nicht? Das letzte Wort gehört mir. Hilfe, ich wollte mir eigentlich was Dummes ausdenken, aber es fällt mir nichts ein, also bist du nochmal gut davon gekommen. Ah ja, was ist die Planck-Konstante? An der Stelle, schönen Abend noch, tschüss. Ich hoffe, euch hat das ganze Video Spaß gemacht. Mir definitiv. Und ich werde das auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder machen, weil das so ein geiles Feeling im Stream war. Also seid gerne dabei und callt ein bisschen mit mir. Jetzt sage ich noch vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch was anderes sehen wollt, verlinke ich euch hier noch das letzte Community-Call-Video oder hier unten ein Video, was Justin für euch ausgesucht hat. Und Dankeschön an die ganzen Kanalmember, die mich hier auf meinem YouTube-Kanal unterstützen.